Sims 4 gibt es insgesamt 9 verschiedene Okkulte und 6 besondere Sims wie den Sensenmann oder den tragischen Clown. Doch was passiert, wenn man alle Okkulte in ein Haus sperrt? Aber das ist nicht alles, was wir heute testen. Wir testen nämlich auch, was passiert, wenn man alle Okkulte ein ganzes Jahr lang in ein Haus sperrt und kein einziges Mal eingreift. Das ist das wunderschöne Haus, in das unsere Okkulte heute einziehen. Das haben wir übrigens in diesem Video hier eingerichtet. Und heute mit dabei sind Vlad der Vampir, Bonehilda das Skelett, Jacob der Werwolf, Xanto das Alien, Hermine die Hexe, Leo die Meerjungfrau, Servi der Servo, Bob der Pflanzensim, Eliza der Geist, der tragische Clown, der Osterhase, der Weihnachtsmann, Patchy die Vogelscheuche, ein Einhorn und zu guter Letzt der allerwichtigste Okkult, Sensi der Sensenmann. Alle haben dieses wunderschöne Haus im Internet gesehen, waren dann bei einer Wohnungsbesichtigung mit einer absolut vertrauenswürdigen Maklerin. Sie waren alle hin und weg von dem Haus und haben den Mietvertrag mit einjähriger Bindung sofort unterschrieben. Aber sie haben alle vergessen, das Kleingedruckte zu lesen. Und so kommt es, dass jetzt alle gemeinsam in diesem Haus leben müssen. Wir haben den allerersten Frühlingstag. Jede Jahreszeit geht jetzt genau 7 Sims-Tage. Und bevor es jetzt so richtig losgeht, gehen wir nochmal in den Baumodus und aktivieren ein paar Grundstück-Challenges. Denn so ein kleines Erdbeben ab und zu oder ein paar Dämonen bringen ein bisschen Schwung in die Bude. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man hier Zwillinge oder Drillinge bekommt. Dazu passt natürlich auch die romantische Aura. Und jetzt fehlt nur noch eines. Ganz viele Katzen. Und dann würde ich sagen, es geht los in 3, 2, 1, let's go! Oh Leute, ich glaube, heute wird es wild. Unser Servo weint einfach jetzt schon. Es ist doch noch gar nichts passiert. Außer, dass Flapp natürlich wieder mal kurz vorm Verbrennen ist. Ah, wie schön, die Meerjungfrau befreundet sich direkt mit dem Einhorn. Flapp? Das passiert jetzt gerade nicht wirklich, oder? Flapp, nein! Wir spielen doch gerade mal erst eine Minute. Wenn überhaupt. Und Flapp, der Vampir, ist einfach weggebrutzelt. Ich kann nicht mehr, Leute. Also bitte, das ist doch definitiv ein neuer Rekord. Gratuliere dazu, Flapp. Und ja, da waren gerade 2 Sensis. Aber von Sensi kann man eh nie genug haben. Und alle unsere Bewohner sind es natürlich super traurig. Was für ein grandioser Start in den Frühling. Nicht weinen, Servo. Von hier aus kann es nur noch aufwärts gehen. Hoffentlich. Okay, nee, ich hab's direkt verschrien. Die Nachbarn sind da. Als hätte ich jetzt Lust auf Besuch. Das denkt sich das Einhorn wohl auch. Okay, wir schauen uns die Lage jetzt mal von oben an. Ich habe das Haus übrigens auch noch ein bisschen umgebaut, damit die Meerjungfrau, oder Sensi offensichtlich, auch was zum Schwimmen hat. Und Servi, ich weiß, du bist sehr, sehr traurig. Aber Hashtag familienunfreundliche Getränke sind definitiv keine Lösung. Wir haben einen toxischen Schimmelhaufen. Aber wo? Und Hermine hat sich gerade angepinkelt. Genauso wie der Osterhase. Und Bonehilda. Leute, oh mein Gott, natürlich. Ich habe bei der erwähnten Bau-Challenge das Klo vergessen. Und das Problem ist, ich darf jetzt nicht mehr eingreifen. Und das heißt, unsere Sims müssen ohne Klo überleben. Es tut mir so fest leid. Wahrscheinlich auch etwas, was kleingedruckt im Mietvertrag staubt. Naja, aber theoretisch leben wir ja in der Natur. Und einen Pool haben wir auch. Mach das bitte nicht in echt. Und wie Bonehilda einfach in Klamotten schwimmen geht. Gibt mir gar keine schlechten Flashbacks. Aber wo ist jetzt dieser toxische Schimmelhaufen? Hier! Zwischen all den Pipi-Flecken, wow. Eigentlich schon frech, wie die alle in das Haus reinpinkeln. Und das dann nicht mal aufwischen. Kein Wunder, dass es hier also schimmelt. Aber ich darf leider nichts dagegen unternehmen. Ah, und da ist eine Katze. Eine Katze, die durch Wände gehen kann. Oh, und durch Schimmel. Der Weihnachtsmann wird in der Zwischenzeit von der Meerjungfrau eingesperrt. Während Sensi im Pool sitzt. Und Eliza kommt dazu. Patchy macht jetzt auch noch mit. Genauso wie unser Werwolf. Okay, halt, stopp, Leute. Wir wissen alle, was das letzte Mal passiert ist. Als unsere Sims zu dritt in der Sauna waren. Okay. Fürs Erste bleibt wohl alles Hashtag familienfreundlich. Denn alle sind gerade eingeschlafen. Servi, der Servo, räumt in der Zwischenzeit auf. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, er wird das Haus so ein bisschen zusammenhalten. Oder auch nicht. Und unser Pferd ist sehr hungrig. Wenn wir es nicht bald füttern, dann wird es abgeholt. Habe ich gerade Pferd gesagt? Ich meine natürlich Einhorn. Und ich glaube es gar nicht. Aber die allererste Person ist am Kochen. Und das ist auch unglaublich wichtig. Denn alle sind wirklich kurz vorm Verhungern. Ach du Heilige, wie schlecht es einfach dem Weihnachtsmann geht. Der schimmelt einfach schon vor sich hin. Okay, das tun allgemein eh fast schon alle unsere Sims. Aber wie gesagt, ich kann da leider nichts dagegen tun. Nein, 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 nein. Der Pilz ist mitten unter uns. Hermine Granger, unsere Hexe, wird nun eins mit dem Schimmel. Nein, das heißt, wir haben gerade unsere Hexe verloren. Die sich kurzzeitig in einen Zombie verwandelt hat, auch nicht schlecht. Aber das hier ist definitiv schlecht. Oh nein. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Das Badezimmer hat nicht nur kein Klo, sondern auch keine Dusche. Was passiert hier gerade? Patchy gerade. Oh nein, und auf das Alien. Und
Und auch diese Person hier? Oh nee. Das ist der Osterhase. Und auch der tragische Clown geht down. Danke, Olaf, für deine seelische Unterstützung. Die brauchen wir jetzt definitiv. Denn, Freunde, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen irgendwas gegen diesen Schimmel unternehmen. Und Eliza wird jetzt auch noch von Spinnen angegriffen. Ey, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Video so wild wird. Servi, der Servo ist jetzt nämlich auch noch kaputt. Während der Weihnachtsmann immer mehr Schimmel. Ganz ehrlich, Freunde, ich bin mittlerweile schon ein bisschen sprachlos. Und deswegen lassen wir jetzt den Zufall entscheiden. Ich habe in dieses Glücksrad jetzt 5-mal eingreifen und 5-mal nicht eingreifen reingeschrieben. Und ich drehe jetzt genau 1-mal. Und wenn ich eingreifen darf, dürfen wir wenigstens den Schimmel entfernen. Sonst ist diese Challenge nämlich in 10 Sekunden vorbei. Ich halte mich an der heiligen Kartoffel fest. Und das Schicksal sagt, wir dürfen eingreifen, oh mein Gott. Wir schnappen uns jetzt also den Weihnachtsmann und der wird den Schimmel jetzt bekämpfen. Seht euch den Held mit der Maske an. Und damit ist tatsächlich der ganze Schimmel in der Wohnung verschwunden und alle unsere Sims sind wieder geheilt. Sie stinken zwar immer noch, aber daran stirbt man zum Glück nicht. Zumindest in Sims 4. Hä, aber warum schimmelt unser Werwolf noch? Und er leuchtet auch rot. Und das bedeutet, er wird sich bald verwandeln. Als hätten wir nicht genug Probleme in diesem Haus. Grimm ist nicht zur Arbeit gegangen. Und er schläft. Aber hört ihr das? Ich glaube, Sensi redet im Schlaf. Was sagst du da? Die Leute sollen das Video liken und den Kanal abonnieren. Ach, Sensi, du Schlingel. Oh mein Gott. Unser Servo wird gerade geschnetzelt, weil ihn keiner repariert hat. Jetzt mal ohne Spaß. Ich habe das tatsächlich noch nie gesehen. Hä, der explodiert ja regelrecht. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und das ist jetzt mindestens so traurig wie der Fakt, dass Sensis Bananen verbrannt sind. Cool, Algen. Könnten wir vielleicht mal für 10 Sekunden unsere Ruhe bekommen? Ist das zu viel verlangt? Offensichtlich ja. Denn das war es jetzt für unseren Werwolf. Warum wackelt das so? Warum wackelt das so? Ist das ein Erdbeben? Nein! Ein Vulkanausbruch. Wir haben den ersten Tag des Sommers. Eigentlich etwas, über das man sich sehr freuen könnte. Aber hier nochmal eine kleine Zusammenfassung vom Frühling. Wir haben 8 Sims verloren. Hatten einen Vulkanausbruch. Und ganz viel Schimmel und Algen. Ganz ehrlich, könnte alles schlimmer sein. Doch jetzt im Sommer wird alles besser. Und morgen ist auch einfach Liebestag. Perfekt. Und Leute, Sensi ist sowas von kokett. Er unterhält sich sogar mit der Meerjungfrau. Aber nicht nur das, er flirtet mit ihr. Während Bonehilda zuschaut. Falls ihr es nicht wusstet. Bonehilda und Sensi sind eigentlich ein Traum. Oh mein Gott, was passiert hier schon wieder? Okay, dieses Mal ist es wirklich ein Erdbeben. Ob das der Zorn von Bonehilda ist? Gefühl erhalten. Du hast mir den Tag versüßt. Was passiert hier zwischen dem Weihnachtsmann und Bonehilda? Feiern offensichtlich den Liebestag. Oh nein, genau wie Sensi und die Meerjungfrau. Und Eliza steigt jetzt einfach hashtag unfamilienfreundlich in den Whirlpool mit dazu. Sie kommt ihm näher. Leute, ich kann da gar nicht hinschauen. Und der Liebestag war grauenhaft. Wow. Uns wurde der Strom abgestellt, weil wir die Rechnungen nicht bezahlt haben. Und 2S. Die Meerjungfrau ist schwanger von Sensi. Und wir haben schon wieder ein Erdbeben. Und ich weiß ohne Spaß nicht, was hier abgeht, aber Bob wird schon zum 20. Mal von dieser Frau hier angerufen. Und wir haben schon wieder ein Erdbeben. Und die Frau ruft schon wieder an. Was ist gerade los? Und wer sind diese Babys? Sohn? Tochter? Was zur Hölle, Bob? Der hatte offensichtlich eine Affäre mit dieser Frau. Ehrenlos. Einfach nur ehrenlos. Ehrenlos ist auch der Gerichtsvollzieher. Der Weihnachtsmann hat seine Rechnungen zu lange nicht bezahlt. Und deswegen wird unser Observatorium jetzt einfach mitgenommen. Geht's noch? Oh, und da hinten im Wald eskaliert gerade ein Werwolf. Kann der bitte auf den Gerichtsvollzieher losgehen und ihn aufhalten? Er konnte zwar einem Werwolf entkommen, aber steht jetzt definitiv auf der unartigen Liste vom Weihnachtsmann. Und auch von mir. Aber immerhin haben wir jetzt wieder Strom. Und er hat offensichtlich auch den Kühlschrank mitgenommen. Als ob unsere Sims nicht schon genug fehlt in diesem Haus. Oh, und Grimm kann jetzt in Elternzeit gehen. Das heißt, das Baby kommt bald. Was? Oh mein Gott, nein, 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 nein. Sensi ertrinkt gerade. Wie ist das jetzt passiert? Ey, ohne Spaß. Und wenn die Frau noch einmal bei uns anruft, dann werde ich sie... Wir haben den ersten Herbsttag und damit haben auch die Wehen von unserer Meerjungfrau eingesetzt. Es ist ein Mädchen. Und sie heißt 123 Luisa. Und wir haben offensichtlich noch ein Kind geboren. Wieder ein Mädchen. Mit dem Namen 123 Marina. Ja, das sind definitiv magische Kinder. Was? Ach du Heilige. Leute, ich, oh mein Gott, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Die Meerjungfrau verhungert gerade. Und wer kümmert sich jetzt um diese Babys? Aber hey, wir haben theoretisch noch 4 Erwachsene in diesem Haushalt. Und ich bin so gespannt, wer von denen am Schluss das Haus lebend verlässt. Bob hat jetzt auf jeden Fall eine Midlife-Crisis. Und die Kinder sind kurz vorm Verhungern. Tut doch was, bitte, Leute. Der Weihnachtsmann kümmert sich drum. Ein frühzeitiges Weihnachtswunder. In Unterhose. Und wir haben schon wieder Rechnungen bekommen. Luisa ist älter geworden und sie ist zappelig. Ihre Zwillingsschwester
ist dagegen sensibel. Ach, und beide Kinder haben sich direkt eingek... Aber wir haben keine Badewanne. Heißt, wir können sie natürlich nicht waschen. Und wir haben schon wieder ein Erdbeben. Und natürlich, jetzt stürmt es auch noch. Das arme Einhorn. Mich wundert es ja ganz ehrlich, dass es nicht schon wieder schimmelt. Wir haben übrigens schon wieder keinen Strom mehr. Und warum glitzert das Baby da hinten? Sag mir bitte nicht, nein. Marina und Luisa wurden uns abgenommen. Bye. Ableben durch Erfrieren? Weihnachtsmann, komm doch aus dem Pool raus, wenn dir kalt ist. Die legen es mittlerweile richtig drauf an. Bob ertrinkt! Ja gut, der Fisch neben Bob hatte, glaube ich, auch schon bessere Tage. Und damit waren es nur noch vier. Und der Gerichtsvollzieher. Und jetzt im Licht sehe ich, es schimmelt ja doch bei uns. Und der Schimmel blubbert sogar. Und damit haben wir jetzt die allerletzte Jahreszeit. Unsere vier übrig gebliebenen Sims haben jetzt noch 7 Tage vor sich. Bevor sie endlich aus diesem Höllenhaus ausziehen dürfen. Hoffentlich lebendig natürlich. Außer Eliza. Explosive Funktionsstörung. Und damit ist jetzt auch noch unser Herd kaputt. Unser Herd und unser Waschbecken. Oh, aber wie schön es schneit. Gibt es was Schöneres als Schnee? Okay, Freunde, wir haben das Experiment jetzt beendet. Das Haus schimmelt und stinkt. Einige Möbel sind kaputt und wir mussten uns leider von einigen Sims verabschieden. Ja, leider auch von einer Katze. Doch wer hat das Ganze jetzt überlebt? Das erfahren wir in 3, 2, 1. Tatsächlich alle 4. Auch wenn unser Haus die letzten Tage nochmal verflucht wurde, die Küche für 4 Sekunden gebrannt hat, ein Fuchs bei uns eingebrochen ist, der Weihnachtsmann fast im Pool erfroren ist und der Schimmel sie fast schon wieder vergiftet hat, wir haben wieder Frühling. Das heißt, ihr habt das Jahr überstanden und könnt jetzt wieder ausziehen. Rennt am besten so schnell ihr könnt.